Wenn Schülerinnen und Schüler nicht wissen, was sie eigentlich mal werden wollen, oder zumindest in welche Richtung es geht, dann wird es ab einem gewissen Alter richtig gefährlich. Ziellos gammeln sie vor sich hin und können sich nur schlecht motivieren. Wenn sie aber ein Ziel vor Augen haben, dann werden sie meist auch besser in der Schule. Zumindest haben sie etwas, wofür es sich lohnt, wofür sich alle Anstrengungen lohnen. Und wenn der Beruf dann doch nicht erreicht wird, dann hat man zumindest einen wichtigen Schritt gesetzt in eine bessere Richtung. Wozu lebe ich? Das ist letztendlich die Frage, die dahinter steht. Macht es einen Sinn, dass ich lebe? Macht es einen Unterschied, ob ich lebe oder nicht? Erinnert sich jemand an mich, wenn ich gegangen bin? Weint jemand um mich? Kann ich etwas tun, was wirklich etwas verändert? Finde ich etwas, das zu mir passt und worin ich gut bin und wo ich mich komplett einbringen kann? Viel zu selten werden diese Fragen heute noch gestellt. Die Bibel gibt eine eindeutige Antwort. Du bist gebraucht. Du bist ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin Gottes. Du arbeitest mit am Reich Gottes. Stein für Stein legen wir. Dann kommt die nächste Generation und die baut wieder weiter und so weiter. Wir arbeiten daran, dass es wie im Himmel so auf Erden wird. Auch wenn wir wissen, dass wir hier auf Erden niemals das Paradies schaffen werden, so können wir dennoch die Welt gottvoller machen. Ja, liebevoller, rücksichtsvoller, hoffnungsvoller, friedensvoller und gerechtigkeitsvoller. Wir alle haben einen großen Auftrag von Gott. Jeder in seiner Situation, jeder mit den Gaben, die wir bekommen haben von Gott. Manchmal ist es ganz schön schwer, herauszufinden, was es denn ist. Manchmal ist es demjenigen einfach in die Wiege gelegt worden. Und zu diesem Auftrag gehören Aufgaben. Vielleicht gab Gott dir die Aufgabe, Mutter zu sein. Oder Gott gab dir die Aufgabe, dich um den Nachbarn zu sorgen. Die Aufgabe, Geld zu verdienen und davon zu spenden. Die Aufgabe zu unterrichten, die Aufgabe zu heilen, die Aufgabe zu organisieren, die Aufgabe, hunderte Aufgaben. Jeder Mensch hat einen Auftrag und viele Aufgaben darin von Gott bekommen. Das darf uns auch ein Stück stolz machen. Vor allem haben wir eben ein Ziel, für das es sich lohnt zu leben. Wir sind Werkzeuge Gottes. Wir sind Gottes Tempel sogar. Wir sind Gottes Tempel in der Welt. Hier ist Gott und durch uns wirkt Gott. Auch mit unserer körperlichen Nähe. Wenn wir einfach da sitzen und jemandem zuhören, sind wir in diesem Moment Tempel Gottes in dieser Welt. Hier ist Gott. Und wenn wir das verstanden haben, dann ist das Leben nie sinnlos. Nie ziellos, aber auch nie haltlos oder orientierungslos. Die Welt wäre leerer ohne mich, ohne dich. Die Welt wäre einsamer, liebloser, unfreundlicher ohne dich. Gott braucht mich und dich. Amen.